Hi, ich bin Robin, 37 Jahre, studierter Architekt, habe dann nach dem Studium allerdings gemerkt, ich möchte mich ein bisschen verändern und habe dabei festgestellt, durch die BIM-Methodik bekommen wir das hin, unsere Arbeit effizienter, qualitativ hochwertiger und durchaus auch spaßiger zu machen. Habe bemerkt, durch diese Methodik können wir uns mittelfristig auch wieder mehr auf unsere eigentliche Arbeit, dem Entwerfen, konzentrieren, indem wir Technologien nutzen, Prozesse zu optimieren und strukturierter zu arbeiten. Vor dem Hintergrund habe ich mich dann eben ein wenig verändert, bin zuerst als BIM-Koordinator bei einem direkten Konkurrenten gelandet und jetzt seit knapp einem halben Jahr hier Head of CEC BIM bei Kohlbecker. Ich stecke Menschen ungern in Schubladen, sondern betrachte gerne jeden Menschen individuell. Ich würde trotz allem versuchen, besondere Charaktereigenschaften von mir hervorzuheben. Ich denke, die wichtigste ist, ich bin tendenziell ein logisch denkender Mensch, entscheide selten aus dem Bauch heraus, sondern wiege eher Vor- und Nachteile ab. Trotzdem bin ich durchaus ein verständnisvoller und empathischer Mensch. Meine größte Stärke allerdings ist wahrscheinlich, dass ich mich sehr schnell in sehr viele unterschiedliche Themen eindenken kann. Als ich hier angefangen habe, bei Kohlbecker zu arbeiten, habe ich mir natürlich erstmal so grob einen Überblick verschafft, was hier gut läuft, was hier nicht so gut läuft. Und ich war überrascht bis fast schockiert, dass es im Prinzip zwischen BIM-Team und Planungsteam so was wie einen Graben gab. Das hatte ich in meiner Vergangenheit bisher ganz wenig erlebt. Und das ist für mich die größte Herausforderung, dass wir BIM nutzen, dass alle Teams, Planung, Infrastruktur, Baumanagement, alle Teams besser zusammenarbeiten können. Das ist in meinen Augen die große Stärke von BIM. Und das ist auch mein Selbstverständnis als BIM-Team, dass wir als Dienstleister für alle da sind und allen die Arbeit leichter machen. Ja, wie eben schon erwähnt, haben wir noch Graben zu überwinden. Die möchte ich natürlich zuschütten. Und ganz konkret möchte ich mit unseren Möglichkeiten BIM-Methodik und BIM-Technologie allen die Arbeit erleichtern. Das ist eigentlich das, was ich ganz konkret erreichen möchte. Der Wechsel zur BIM-Methodik, zur BIM-Planung mit vielen Anwendungsfällen ist eigentlich ein riesen Schritt, der nur funktionieren kann, wenn wir alle an einem Strang ziehen, alle zusammenarbeiten und alle mitnehmen. Deshalb ist es für mich persönlich ganz wichtig, erstens die Arbeitsprozesse von allen zu verstehen, aber auch genauso die Bedenken und Ängste aller Mitarbeiter ernst zu nehmen und versuchen dabei alle mitzunehmen und nicht unser eigenes Ding machen in unserem BIM-Team als Silo. Das wird in meinen Augen nicht funktionieren. Ich denke, das ist die größte Veränderung, die ihr von mir persönlich erwarten könnt. Wie bereits erwähnt, als ich hier angefangen habe, habe ich mir erstmal einen Überblick verschafft und habe dabei gemerkt, es sind sehr viele Probleme schon angegangen und gelöst und sehr viele Lösungen schon vorhanden. Die liegen aber irgendwo und sind teilweise nicht bekannt im Unternehmen, bei jedem Mitarbeiter. Deshalb war es für mich ein ganz großer Schritt, Ende letzten Jahres noch im Intranet die KBIM-Seite zu veröffentlichen, wo wir alle Informationen zum Thema BIM leicht auffindbar zusammengefasst haben. Ich bin überzeugt davon, eine gute Arbeitsatmosphäre lebt von gegenseitigem Vertrauen. Wir haben starke Mitarbeiter, die alle verschiedene Stärken und Schwächen haben. Und ich glaube, wir werden ein richtig starkes Team, wenn wir das rausarbeiten können, wenn wir uns gegenseitig vertrauen, wenn wir mit viel Eigenverantwortung dann unsere Stärken gezielt einsetzen können. Ich habe für mein Team, aber auch für alle anderen immer ein offenes Ohr. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Die allerwichtigste Eigenschaft grundsätzlich als Führungskraft für mich ist aber Zuverlässigkeit.
Sehr vieles. Ich würde mich grundsätzlich als sehr vielseitig interessierten Menschen beschreiben, sei es Technik, aber auch Kunst oder gutes Essen und Trinken, allen voran aber auch Sport. In Vergangenheit sehr viel Volleyball. Ich habe früher sehr ambitioniert Volleyball gespielt mit dreimal die Woche Training plus einmal Spieltag, dazu noch teilweise Trainer und Schiedsrichter. Inzwischen habe ich das zurückgefahren, spiele quasi in einer Altherrenmannschaft mit ein paar Kumpels von früher immer noch aktiv Volleyball. Dazu mache ich aber auch relativ viel Sport draußen, Rennradfahren, im Winter Langlaufen oder auch Wandern. Sustainability is written with a capital S. We never jump to conclusions. And we assure you that we love to do our best.